Wo gibt's noch was? Yeah!
Das ist zu schön, um wahr zu sein. So wie ein Wunder fällt auf uns nieder. Vom Paradies ein goldener Schein. Danke. Danke. Vielen, vielen Dank. Sagen Sie mal, was erlauben Sie sich? Was erlauben Sie sich? Sehe ich da richtig? Die Hose ist zu lang? Entschuldigung. Entschuldigung, Herr Hauptmann. Was haben Sie gesagt? Was habe ich gehört da? Ha? Rennen sollst du. Renn. Na los, du kriegst deine Chance. Renn, ich will, dass du rennst. Na los, lauf. Lauf um dein Leben, du kleines Schweinchen. Na los, lauf. Freitag, Walter Freitag meldet sich zur Stelle, Herr Hauptmann. Hab meine Einheit verloren. Bitte gehorsamst mich, Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Stecken geblieben? Den hol ich, Herrn Hauptmann, aus dem Dreck. Was erlauben Sie sich eigentlich? Jetzt zeigen Sie mal Ihr Soldbuch. Hab meine Einheit verloren. Seien Sie still. Desertiert sind Sie.
Lena, Hauptmann. Versprengt. Schwere Kampfhandlungen verwickelt. Halbe Batterie. Sie sehen hungrig aus. Seit 3 Tagen nichts gegessen. Hauptmann, sehr hungrig. Na schön. Probieren wir es miteinander. Finden Sie uns mal eine Wirtschaft. Jawohl, Herr Hauptmann. Wie in meinem Arsch hier, Mann. Dann wollen wir mal. Heil Hitler! Hitler. Nicht persönlich nehmen, Herr Hauptmann. Uniformen sind nur kein schöner Anblick mehr. Ja, schon gar nicht Deutsche. Was wird ja so einiges über die Zustände hinter der Front gemunkelt? Die Dinge scheinen mir noch schlimmer als befürchtet. Name? Name? Schnabel, Gerd, Hauptmann. Seit 32 in der Partei. Hören Sie, ich weiß, dass hier nicht alles den Vorschriften entspricht. Der Braten, das war eine Notschlachtung. Das arme Tier... Das... Entspannen Sie sich. Ich bin nicht hier, um jemandem was einzubrocken. Sagen Sie mir einfach, wie hoch der Schaden ist. Na, bezüglich der Plünderung durch Deserteure. Was haben sich die Garner geholt und was war es wert? Bitte, für die Rückerstattung. Ich bin hier, um sicherzugehen, dass auch alle ihr Geld bekommen. Geld? Die Partei sorgt schließlich noch immer für Recht und Ordnung. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler. Ich hatte 2 Putschpferde, einen braunen. Du hast braunen doch gar keine Pappen. Pferde. Gibt's noch was zu essen? Frühstück ist lange her. Sogar noch Braten da. Freitag, Braten. Freitag. Es gibt Braten. Gehen Sie dem Wirt zur Hand. Gehen Sie schon.
mir haben sie mein ganzes Geschirr kaputt gemacht. Ein Schrank? Wohl bekommen, Herr Hauptmann. Lassen Sie es mal schmecken, Herr Hauptmann. Glänzend. Glänzend sieht das aus. Ja, dann erstmal eine kleine Pause. Keine Sorge, jeder kriegt, was er verdient. Mahlzeit. In der Tat. Mahlzeit. Er hat geklaut. Es muss Ordnung gemacht werden. Zeit, sich den Braten zu verdienen. Was er verdient. Vielleicht stelle ich Ihnen noch eine Kerze auf den Nachttisch, Hauptmann. Das war schwer. Morgen pünktlich 5:30 Uhr wecken. Jawohl. Und wie steht's mit Frühstück? Mit dem Wagen ist noch ein Restbohnenkaffee. Das ist gut. So ganz nüchtern los ist auch nicht schön. Danke. Der Hof ist rechts. Jawohl, Hauptmann.
Jetzt erstmal Achtung! Und zwar Dalli! Na los! Wollen wir mal ein bisschen kontrollieren. Solpich und Marschbefehl. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk und die Sendung Wutzkonzert für die Wehrmacht. Bis bald. Einsatzgebiet ist aber die andere Richtung. Hab ich doch gleich gesagt. Antworten! Wird's bald! Herr Hauptmann, meine Gehorsam. Wir wurden von der Truppe versprengt. Und da habt ihr euch einfach hier eingenistet? Auf meine Kosten! Versoffenes Pack! Die Gendarmen sind im nächsten Ort, aber Telefon hat's nicht mehr. Das hat der uns zerschlagen! Komm her! Kann sie schließlich nicht alles gefallen lassen. Ein Schnaps. Jawohl, Herr Hauptmann. Schnaps. Herr Hauptmann? Habe ich was gefragt? Also. Herr Hauptmann, melde Gehorsam. Bitten Herrn Hauptmann, uns unterstellen zu dürfen. Na gut, setzt euch. Ich habe einen Auftrag zu erledigen, hier hinter der Front. Und dabei brauche ich Hilfe. Ihr werdet mir helfen. Auf die Leibgarde Herold. Gemeinsam ist man stark. Hauptmann, was ist eigentlich der Auftrag? Mir Klarheit verschaffen von der Lage hinter der Front. Darüber kann ich Ihnen Klarheit verschaffen. Die Lage ist immer das, was man rausmacht. Lieber Herr Hauptmann.
Herr Hauptmann! Wo sollst du überhaupt hingehen? Einsatzgebiet ist geradeaus. Alle mal aufstellen! Soldbücher raus! Da kann sich nur Was erlauben Sie sich eigentlich? Als verdienter Hauptmann der deutschen Luftwaffe verbitte ich mir diese respektlose Behandlung. Ich verlange sofort, Ihren Vorgesetzten zu sprechen. Ja, ja, schon da. Sie wollen also Ihr Soldbuch nicht herzeigen? Einem Unteroffizier, der mich wie ein Verbrecher behandelt? Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sondereinsatz. Sondereinsatz? Sie sollen Bericht erstatten von der Lage hinter der Front. Aha. Mit welcher Vollmacht? Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Vollmacht vom Führer selbst. Ihm ist ja so einiges zu Ohren gekommen. Über die Zustände hier wird Bedenkliches gemunkelt. Aber jetzt sagen Sie mir doch erstmal, wer Sie sind. Siechner. Josef. Wenn Sie mir jetzt ordnungshalber Ihr Soldbuch zeigen, reden wir nicht mehr davon. Muss ja zumindest bei Ihnen was drinstehen. Na schön. Wenn ich dann auch um Ihre Papiere bitten darf. Als gleichrangiger Offizier habe ich dasselbe Recht, Ihre Dokumente zu überprüfen, wie Sie die meinen. Auch das werde ich übrigens in meinem Bericht vermerken müssen. Das können Sie mir glauben, Herr Hauptmann Sichner. Wand runter. Ja, wissen Sie, bei den ganzen Fahnenflüchtigen, da weiß man ja gar nicht mehr, wer da in der Uniform steckt. Ungeheuerlich. Freitag, geben Sie den Männern die Soldbücher zurück. Das Lumpenpack streunt plündert durch das Etappengebiet. Da hat der Ortsgruppenleiter schärfste Kontrollen angewiesen. Sehr gut, das hört der Führer gerne. Das Soldbuch werden Sie noch öfter vorzeigen müssen. Sie haben recht. Diese Plünderer muss man Lebensart leben. Herr Hauptmann, ich begleite Sie auf Ihrer Kontrolle. Mach mir für meinen Bericht erst einmal ein Bild von der Lage und werde, wo nötig, auch gerne mit zulangen. Heil Hitler! Heil Hitler! Die Männer nehmen wir mit, den Karl schleppen wir ab! Hitler. Ach, Sie sind der Hauptmann Siechner. Heil Hitler! Wir bringen diese aufgegriffenen Deserteure ins Lager 2, machen Sie auf. Jawohl! Aufmachen! Halt! Nicht so schnell! Hauptmann Junker! Heil Hitler! Das Hauptmann Herold, der ist auf Sondereinsatz. Soll Bericht erstatten über die Lage hinter der Front. Die im Führer höchstpersönlich. Den Führer? Wir können den Führer bestellen, die Lage ist beschissen. Lager 2. Fangen Sie an. Ja.
Ich habe Freunde dabei. Wir kennen uns doch. Greta? Narvik. 1940. Narvik. Wer macht Teil? Fallschirmjäger. Sie? 1940. Polen. Ja, Gott, Polen 1940. Ich hab's geliebt. Ich vergesse kein Gesicht. Bei uns fällt's bestimmt noch ein. Zeit. Ich gebe ihn aus. Na kommen Sie. So lange auf Benzin warten. Das ist ein unerhörter Luxus. In der jetzigen Zeit Zuchthäuser und Arbeitslager in Betrieb zu halten. Meine 9 von 10 Insassen sind moralisch haltlos und menschlich wertlos. Nicht wahr? Unerhörter Luxus, Sie sagen es. Stellen Sie sich mal vor. Aus den Lagern, die wir vor dem Eintreffen des Feindes evakuiert haben, wurden alle Häftlinge hierher gebracht. So, und jetzt dürfen wir sie durchfüttern, bis die Justiz hier rein sich dazu durchringt, sie endlich abzuurteilen. Was steht auf den Plakaten? Ey, was predigen die Parteien? Bei Plünderern als Ordnung machen. Hauptmann, wie war gleich der Name? Herold. Hauptmann Willi Herold. Richtig. Hauptmann Herold. So, ich muss mich um meine Männer kümmern. Ein Vergnügen. Um Ihre Männer kümmern wir uns. Das ist A-Führer Schütte. Ihm untersteht die Wacheinheit des Lagers. Das hier ist Hauptmann Herold. Heil Hitler. Heil Hitler. Bin ich froh, Sie zu sehen. Endlich passiert was. Wir warten schon seit Wochen auf ein Standgericht. Hauptmann Herold ist nicht vom Standgericht. Was? Nicht? Also, ich habe nur Sondereinsatz gehört und gedacht, jetzt wird es endlich ernst. Ja, der Hauptmann soll Bericht erstatten, wie es aussieht hier hinter der Front. Dem Führer. Höchstpersönlich. Dem Führer. Demselben. Also habe ich Hauptmann Herold von unserem kleinen Lagerungsproblem erzählt. Ach so. Ja, wissen Sie, mit all den entflohenen Gefangenen haben wir hier an der Heimatfront ja sowas wie unseren eigenen Krieg. Auch wenn es dabei weniger Feind zugeht, lieber euch, Offizieren. Ja, wir Offiziere haben genau mit denselben Problemen zu kämpfen.
Gerade neulich ist mir wieder so ein Plünderer untergekommen. Und? Ordnung gemacht. Ja, was ich immer sage. Die Bevölkerung hat uns um Hilfe gebeten, weil die Gefangenen in die Häuser gehen und stehlen. Die hochschwangere Frau eines SA-Manns ist überfallen und beraubt worden. Wer von der Kolonne abweicht, Stiel plündert oder vergewaltigt, muss abgeurteilt werden. Die entflohenen Gefangenen kommen ja für eine Begnadigung gar nicht mehr in Frage. Und wir müssen vor allem dafür Sorge tragen, dass diese Leute nicht in die Hände des Feindes fallen. Aber das Landgericht tritt einfach nicht zusammen. Ja, hier ist Kriegsgebiet. Hier sollte die Wehrmacht das Sagen haben und keine Zivilbehörde wie die Justiz. Die reden nur hin und her. Die gehen doch davon aus, dass die ganze Sache sich lokal verläuft. Aber wo täglich tapfere Frontkämpfer krepieren, da geht's doch nicht anders. Erwiesene, das verurteilte Verbrecher hinter der Front wie die Maden im Speck leben, nur weil keiner den Mumm hat, durchzugreifen. Dieses Ungeziefer ist hier sicherer wie jeder Frontsoldat. Dabei wäre die Sache so leicht aus der Welt zu schaffen. Man muss nur wollen. Ja, der Hauptmann versteht schon unser Dilemma. Oder? Natürlich. So einen Notstand darf man nicht ignorieren. Sie werden also mit dem Führer sprechen über das Standgericht. Ein gutes Wort für uns einlegen. Uns wäre ein Stein vom Herzen. Vielleicht gibt er sogar mehr. Ja. Was stellen Sie sich vor? Ich will nichts versprechen. Erstmal muss ich mir natürlich ein Bild machen von der Lage. Und dann wäre da noch die Unterbringung und Verpflegung meiner Truppe. Sie bringen das mit den Gefangenen in Ordnung und wir kümmern uns selbstverständlich um Ihre Truppe. Na, dann wollen wir mal. Dann bringen Sie den Hauptmann am besten gleich zur Arrestbaracke. Das muss ich aber erst noch mit dem Hansen abklären. Mit dem Lagerleiter. Der innere Lagerbereich, wo die Sicherheitsverwahrten untergebracht sind, untersteht der Justizbehörde. Da habe ich keine Befugnis. Da muss ich Ihnen wohl die nötige Befugnis erteilen. Die Justiz darf der Wehrmacht nicht auf der Nase rumtanzen. Na prima. Also, ich muss los, Schütte. Sie übernehmen das. Herr Littler. Herr Littler. Prima. Hauptmann Junker! Jetzt will ich es aber doch wissen. Was? Na, woher wir uns kennen. Ach so. Ich komme einfach nicht drauf. Na, komm vor, was? Ja. Wenn ich dem Herrn Hauptmann den Weg zeigen dürfte, zur Arrestbaracke. Pflichtig gewordene Gefangene sind nach ihrer Wiederergreifung getrennt zu halten. Achtung! Mal hinne! Alles antreten! Da muss erstmal Zucht und Ordnung beigebracht werden. Mein Schweine, lass ich alle verrecken! Ich hol den Lagerleiter. Können die Gefangenen ja schon mal verhören.
Hast du gestohlen? Geplündert? Vergewaltigt. Hast du nicht gehört, was der Hauptmann nicht gefragt hat? Vergehen. Fahnenflucht. Mehrfache Fahnenflucht. Draußen antrieb. Machen alle ihre Taschen leer. Wenn nichts, hab ich's dran. Hast du was? Hast du was? Mach rein! Das geht ja. Das geht doch. Wer hat dir was? Du hast was, gib her! Raus! Bitte gehorsamst. Sie sind schon tot. So oder so. Schon wieder. Ein Hauptmann von der Luftwaffe ist hier und will die Gefangenen in der Arrestbaracke sehen. Ja, hat denn der Hauptmann ausreichende Vollmacht? Ja, er hat höchst ausreichende Vollmacht. Direkt vom Führer. Vom Führer direkt? Aber solange er sich im inneren Lagerbereich aufhält, muss ihn einer von meinen Justizbeamten begleiten. Im inneren Lagerbereich haben weder Sie noch Ihre SA-Wacheinheiten noch die Wehrmacht irgendwelche Befugnisse. Mit Ihrer Erlaubnis übernehme ich das. Ja, den Vorschriften entsprechend tut das aber nicht. Ist uns doch wohl hoffentlich bewusst. Natürlich. Aber da ich euch jetzt schon mal, also ganz offiziell, die Liaisonsperson für den Hauptmann bin. Na gut. Ich komme gleich. Schütte? Ja? Die Tochter vom Winkler aus Baracke 4 möchte, dass das ihrem Vater höchstpersönlich übergeben wird. Können Sie das für mich übernehmen? Gerne, kommen wir sowieso vorbei.
Sie werden wahrscheinlich Gericht also selbst abhalten. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man etwas anfängt, soll man es auch zu Ende bringen. Endlich passiert was. Brockhoff! Alle Gefangenen sofort einfahren und sollen sich ja nicht in den Fenstern blicken lassen. Bei Zuwiderhandeln sofort schießen. Postieren Sie alle 15 Meter einen Mann am Stacheldraht. Und Brockhoff, heben Sie eine Grube aus. Diese Verbrecher brauchen keine Särge. Alles klar. Hör rein. Herr Hitler, schauen Sie sich das an. Was zum Teufel geht hier vor? Herr Hansen, darf ich vorstellen? Hauptmann Herold. Ah, der Hauptmann. Haben Sie Papiere für das? Der Führer hat mich persönlich beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wenn immer deutsche Kampfkraft gefährdet ist. Der Soldat kann sterben, der Deserteur muss sterben. Ja. Trotzdem bitte ich Sie, vorerst nichts weiter zu unternehmen, weil ich in der Zwischenzeit mit meinem Vorgesetzten Kontakt aufnehmen muss. Schließlich habe ich ja noch keinerlei Weisungen von der Justizbehörde. Das sollte Ihnen als Offizier eigentlich einleuchten. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Dr. Thiel, Hansen hier vom Lager 2. Ja, ich habe hier Hauptmann Herold. Er sagt, er habe Vollmacht vom Führer und hat bereits 5 Gefangene hinrichten lassen. Ja, im Innenlagerbereich. Ah, Moment. Der stellvertretende Sonderbeauftragte des Justizministeriums, Dr. Thiel. Hauptmann Herold? 5 Gefangene, ja. Ich weiß, dass Sie Gefangenen der Justiz unterstehen. Sie haben mich während eines Vorverhörs angegriffen. Ja, alle 5. Herr Schütte kann das bestätigen. Ja, das kann ich in der Tat. Was, natürlich ist Ihre Schuld zweifelsfrei erwiesen, sonst wären Sie ja nicht in der Arrestbaracke. Ja. Ja. Ja? Verstehe. Herr Dr. Thiel sagt, er möchte, dass Sie bis morgen warten, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. Herr Dr. Thiel meint, dass die Gesetzeslage da sehr deutlich ist. So ein Standgericht muss ordentlich organisiert sein. Herr Dr. Thiel wird sich mit dem Oberstaatsanwalt in Oldenburg in Verbindung setzen und wird dann anschließend hier im Lager vor Ort Ihre Vollmachten prüfen. Das kann er gerne tun. Das wird er auch tun. Sie haben den Ernst der Lage noch nicht verstanden, Herr Hansen. Ja, das kann man wohl sagen. Also bitte, das muss ja schließlich alles seine Richtigkeit haben. Das will doch keiner auf die eigene Kappe nehmen. Hauptmann Herold. Hauptmann Herold. Herr Hauptmann, das lässt sich doch alles ganz leicht zur Zufriedenheit aller lösen. Also, wenn der Gauleiter auf unserer Seite ist, und den kenne ich, dann gibt es doch bitte schön mit dem Justizministerium auch kein Problem mehr. Den Herrn Dr. Thiel halten wir uns problemlos fern.
Hauptmann Herold. Mit uneingeschränkter Vollmacht vom Führer. Ja, genau. Er soll hier im Lager Ordnung machen. Ja, der Hauptmann hat schon ein paar Gefangene beseitigt. Er sagt, irgendwo muss man ja anfangen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, das Justizministerium mauert nur. Wir sollten das aber unbedingt mit der Gestapo-Dienststelle in Enten abstimmen. Ach, Sie übernehmen das? Na prima. Er sagt, wenn Hauptmann Herold bereit ist, die Sache zu übernehmen, kann man sich ja Zeit sparen. Er ruft zurück. Schütte? Der Gauleiter. Ja. Kommt jemand von der Dienststelle? Ivo, das kriegen wir auch alleine hin. Heil Hitler. Er sagt, Hals- und Beinbruch, dass die Sache gut abläuft. Herr Dr. Thiel, ja, Schütte hier vom Lager 2. Hauptmann Herold will Sie sprechen. Dr. Thiel? Und mich mit der Sache beauftragt. Ja, genau, die Lagerangelegenheit wurde offiziell der Gestapo in Emden übergeben. Er will das mit der Gestapo überprüfen und sich dann mit dem Generalstaatsanwalt in Verbindung setzen. Dann informiert er Hansen. Schlaf, Kindchen, schlaf. Hansen ist ein Schaf. Hansen hier? Ehrlich. Die Gestapo hat also Hauptmann Herold die Sache als vereinfachtes militärisches Standgericht übertragen und übernimmt jede Verantwortung. Ja. Verstehe. Hauptmann Herold hat also ausreichende Vollmacht. Ja, kann man nichts dran machen. Ja, verstehe. Kein Zweifel an seiner Befugnis? Ja, verstehe. Heitler. Gruppen zu 30? Na, dann halten wir uns besser ran. Los! Links um! Marsch! Marschieren, einen neuen Marsch probieren. In den schönen Westerwald, in einer Pfeifen so kalt. In den schönen Westerwald, in einer Pfeifen so kalt.
alleine. Sack hat ausgeschissen. Alle schießen! Na los! Was hier vorgeht, entspricht in ganzer Weise den geltenden Vorschriften. In der Tat lässt sich das, was Sie hier veranstalten, nicht anders denn als eine bodenlose Schweinerei bezeichnen. Das ist menschenunwürdig. Ich werde das melden. Weiter.
Muss einer rein. Sieh da! Freitag! Sie gehen rein! Na los! Na los! Wird's bald, verdammt nochmal! Los! Ersparen Sie dem Schwerverletzten unnötiges Leid. Melde Gehorsamsbefehl ausgeführt. Herr Hauptmann. Ja, eine Beschwerde über die nicht ordnungsgemäße Beseitigung von 90 Gefangenen. 90, Herr Dr. Thiel. Was? Hauptmann Herold hat zur Feier des Tages einen bunten Abend organisiert. Unter den Gefangenen sind ja einige Schauspieler und Künstler. Ja, ja. Und wegen der Beschwerde. Ja? Ja, verstehe. Ja? Ja, einverstanden. Was ist da draußen los? Das ist eine riesengroße Sauerei hier. Alter Maul! Die Suppe kann er selber auslöffeln. Das Grabungskommando weigert sich, die Grube zuzuschaufeln. Dann machen Sie das gefälligst selbst und sorgen Sie endlich für Ruhe und Ordnung. Herr Dr. Thiel sagt, Sie sollen mir das alles schriftlich geben. Ich werde das dann dementsprechend weiterleiten. Ich muss auf eine offizielle Meldung bestehen. Ich bin doch hier auch machtlos. Kommen Sie, ich nehme Sie mit ins Dorf. Ich glaube, dass den bunten Abend von Herold können wir uns getrost schenken. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich mich bis zu Hauptmann Herolds Abreise vom Lager fernhalten. Ja, von mir aus. Seid ihr bald vorbei. Ach, leck mich doch am Arsch. Bereut ihr noch, ihr Säue? Los an die Arbeit. Schnaps zum Ersaufen!
Wochen, am 20. April 45, dem Geburtstag des Führers, wird die Wende. Wird die siegreiche deutsche Offensive kommen. Der Führer hat's gesagt und der Führer lügt nicht. Mit mir zusammen, seit Sie 15 ist, glauben Sie das, Herr Hauptmann? Seit 20 Jahren ein Herz und eine Seele. Wie alle Großkatzen paare ich mich nur einmal, aber dann fürs ganze Leben. Nein! Eine Banane! Wie dem jüdischen Rechtsanwalt. Was heißt das? Du, ich kann nicht klagen. Du, Rabbi, ja? Ich möchte gern von dir wissen, was heißt relativ? Du weißt nicht, was relativ heißt. Ich weiß nicht, was relativ heißt. Soll ich dir erklären, was relativ heißt? Ja, erklär mir, was relativ heißt. Ich ziehe jetzt meine Hose runter. Oh. Und dann ziehe ich meine Unterhose runter. Und jetzt? Und dann beuge ich mich vor. Und was soll ich jetzt machen, Rabbi? Und dann steckst du deine Nase ganz tief in meinen Arm. Was ist das ein Rabbi? Ja, Moschusos, kann ich dir nicht erklären, was relativ ist. Ist deine Nase ganz tief in meinen Arm? Ich hab die Nase tief in meinen Arm. Jetzt haben wir beide eine Nase tief in dem Arsch. Ja. Aber ich bin relativ besser dran. Ich hab so Hunger. Wirklich? Ja, ich hab Hunger. Oh, hast du was zu essen? Ich hab so lange nichts mehr. Nein! Eine Riesenmörderwurst! Oh. Oh. So was hab ich lange nicht mehr gesehen. Oh. Hab ich Hunger! Ja. Oh. Nein! Nein! Oh nein! Oh. Ja, du. Ich hab auch Hunger. Ich hab auch Hunger. Großartigen Hauptmann Herold, der die ganze Sache hier so kurz entschlossen und famos in die Hände genommen hat. Glatt ist es gegangen. Glatt, glatt, glatt!
Erstmal danke für all die schönen Worte. Ich muss aber gleich dazu sagen, unsere Arbeit hier ist noch lange nicht getan. Keiner von den Gefangenen, den Schmarotzern hier im Lager, darf den Engländern lebend in die Hände fallen und mit dem Feind gemeinsame Sache machen. Auf die heilige Pflicht und den Gehorsam. Auf die Kampfgruppe Herold! Auf die Kampfgruppe Herold! Was los hier? Setz dich doch. Na komm, wir beißen schon nicht. Komm, setz dich. Was? Was? Komm. Na komm. Kommen Sie. Hier. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wie heißt denn du? Roger, Herr Hauptmann. Vergehen? Ja, wir sind ja eigentlich nichts. Eigentlich nichts? Ja, aber dann bist du ja gar kein Verbrecher. Ivo, Schauspieler bin ich. Ja? Ein ganz abgebrühter noch dazu, glaube ich. Das kann man wohl sagen, eigentlich nichts. Ich hole mir gleich mal deine Akte, du Ferkel. Das ist doch nicht nötig. Ich will dich mal was fragen. Sagen wir mal rein hypothetisch. Na, wir tun mal so, als ob. Wir tun mal so, als ob du was getan hättest. Habe ich aber gar nicht. Ja, ich weiß, aber du bist doch ein Schauspieler, oder? Ja, aber... Dann spiel mal. Tu einfach mal so, als ob du was getan hättest. Spielen Sie mal. Genau das ist, was hypothetisch heißt. Hey, Hippo, was? Hypothetisch, meinst du? Also, was würde einer wie du anstellen, wenn er was angestellt hätte? Ich habe da einen ganz guten Riecher. So wie der aussieht, ein Dieb ist das. Was meinst du, Gerda? Hm? Ich weiß nicht. Vielleicht ein Mörder? Mörder? Ich hab doch niemanden umgebracht. Ich bin doch keiner. Was bist denn dann? Ja, na los, lass dir mal was einfallen. Das ist doch nur... Hypothetisch. Sie stellen sozusagen nur den Verbrecher dar. Also Mörder bin ich nicht. Und wenn schon, dann... Ja, dann eher wahrscheinlich so ein Dieb. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Was hast du geklaut? Das habe ich mir jetzt noch nicht so genau überlegt. Also so macht das aber keinen Spaß. Ich denke, das ist mal ein bisschen ins Zeug verdient. Vielleicht hast du ja ein bisschen was zu essen geklaut. Kommt doch vor. Ja klar, wenn einer Hunger hat. Wenn es ums Überleben geht. War ja hier. Bisschen Brot da, paar Lügen, kleine, große. Was immer einen durch die tote Zeit bringt. Wenn du den Tod nicht drehst, dreht er dich. Ich zum Beispiel habe diese Uniform geklaut. Ich hab den Wein geklaut. Ja, ich hab die Kartoffel geklaut. Ja. Also rein hypothetisch. Ich kann diese Wurst klauen. Ja.
Herr Hauptmann, Sie sind ein ganz schöner Schauspieler. Aber jetzt sag mal im Ernst, was hast du gemacht? Ich habe einen toten Kameraden bestohlen. Ach, ein Leichenfledderer ist das. Ein schönes Geständnis ist das. Ich meine, nur hypothetisch. Ja, aber weißt du, was darauf steht? Soll ich dir das mal sagen? Was? Soll ich dir mal sagen, du? Hä? Soll ich dir das mal ganz genau sagen? Hä? Soll ich? Soll ich? Hä? Wie geht's denn hier zu? Das aber nicht. Das ist keine anständige Art und Weise. So handelt man nicht. Das ist nicht deutsch. Es reicht. Alle herhören, wenn der Herr Hauptmann befiehlt. Alle herhören, wenn der Herr Hauptmann befiehlt. Schluss jetzt, sag ich! Alle herhören, wenn der Herr Hauptmann befiehlt! Alle herhören! Was nimmt der Mann sich da eigentlich heraus? Das ist unglaublich! Herr Hauptmann, ich bitte Sie, bringen Sie da bitte sofort Ordnung rein! Alle herhören! Herhören, wenn der Herr Hauptmann befiehlt! Das muss hier alles seine Ordnung haben! Lauf. Bloß keine Feigheit. Ja.
Schmeiß eine Runde. Willkommen in der Kampfgruppe Herold. Den Hauptmann sprechen. Der Herr Hauptmann ist im Moment unpässlich. Es ist dringend. Ich sage Ihnen doch, der Hauptmann ist im Moment unpässlich. Dann sagen Sie ihm, der Volkssturm ist wie befohlen zur Durchkämmung der Umgebung angetreten. Melde Gehorsam. Gehen Sie schon mal vor in die Kantine, mein Guter. Deserteure plündern und vergewaltigen, terrorisieren die zivile Bevölkerung, gefährden unsere kämpfenden Kameraden. Damit muss es ein Ende haben. Es reicht nicht, abzuwarten, bis dieser Abschaum handelt. Wir müssen das Gesocks an der Tat hindern. Das sind asoziale, wertlose, für Deutschland nicht tragbare Elemente. Ich erwarte eine schnelle und effiziente Bereinigung. Bloß nicht zimperlich sein. Heil Hitler! Heil Hitler! Wegen der Hose. Passt ja wieder, Gott sei Dank, Herr Hauptmann. Ja, das bin ich, der Hauptmann. Volkssturm ist wieder da.
Dann wollen wir mal. Antreten. Leibgarde Herold, antreten! Diesmal ist unser Leben billig geworden. Nicht wahr, mein Guter? Prima Feier, Chef. Mein Alarm ist dicht. Euch beide befördere ich zum Rang des Oberfeldjägers. Sie sind jetzt Feldwebel. Und ihr besorgt euch Uniformen. Hier sind wir durch. Ich bin Hauptmann Herold, Führer des Sonderkommandos und Schnellgericht Herold. Ich bin der Rächer der deutschen Ehre und ich werde jedem Vaterlandsverräter den verdienten Lohn auszahlen. Dieses Urteil wird bei allen ehrliebenden Deutschen Beifall finden und allen Feiglingen, die unser Vaterland in diesen ernsten Zeiten verraten, eine Warnung sein. Ich werde an diesem Ort wieder für Recht und Ordnung sorgen. Freitag. Fragen Sie nach dem besten Haus im Ort. Passiergebühren bereithalten. Sehr erfreut. Das ist unser Hauptmann Herold. Persönlich ausgezeichnet für seine Tapferkeit vom Führer selbst. Danke.
Sie sind der Plünderei, des Diebstahls und des Hochverrats angeklagt. Der gefreite Kipinski ist eine Schande für unsere Truppe. Und deshalb hat das Schnellgericht Herold ihn für schuldig befunden und verurteilt ihn hiermit zum Tode durch Erschießen. Ich bin nicht rein wie der Teufel, die Jungfrau. Da bleibe ich auch. In deinem Herzen. Los. Anlegen. Feuer! Thank you.
Sie sind ja ein Gefreiter. Sie geben also zu, folgende Vergehen verübt zu haben. Das unbefugte Tragen einer Offiziersuniform, die Veranstaltung eines Massakers im Lager Nummer 2 und schließlich das Totschlagen eines Bürgermeisters, der eine weiße Flagge rausgehängt hat. Erschießung. Die Erschießung eines Bürgermeisters, der eine weiße Flagge rausgehängt hat. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man schon Unrecht begangen hat, dann soll man es wenigstens zugeben. Entschuldigung, aber rechtlich ist der Fall doch völlig klar. Dieser Mann ist unweigerlich zum Tod durch den Strang zu verurteilen. Ich weiß nicht. Mir scheint das übertrieben. Unter den Gegebenen während der Zeit hat sich Herold doch gar nicht so abwegig verhalten. Er hat ein forsches militärisches Auftreten an den Tag gelegt, aber der Wehrmacht schließlich keinen nennenswerten Schaden zugefügt. Bei mir hat sich Herold immer als Offizier verhalten. Herold stand die ganze Gerichtsverhandlung über stramm, und das jetzt schon seit mehr als 4 Stunden. Ohne eine Miene zu verziehen. Das ist ein zackiger Bursche, und er hat enorme, kämpferische Führungsqualitäten bewiesen. Mir imponieren solche Männer. Ich möchte noch hinzufügen, was zu all diesen Dingen geführt hat, war nur meine Entschlossenheit, alles in meinen Kräften Stehende zu tun, um dem in diesen letzten Tagen des Krieges um sich greifenden Defätismus Einhalt zu gebieten und Deutschland zum Weiterkämpfen anzuhalten. Ich sehe so viel Übles verübt aus Not, aber dieser Mann ist doch unmöglich bei gesunden Sinnen. Was wissen Sie, wenn ich so denke? Wir als junge Freikorpskämpfer, ja, manchmal auch wild drauf losgeschossen. Sie wollen ihn doch nicht etwa freisprechen. Begrenzt freisetzen. Ich empfehle, das Verfahren gegen Herold auszusetzen und ihn auf dem Verwaltungsweg zur Bewährung an der Front abzustellen. Der Herold ist ein schneidiger Kerl. Ein solcher Mann ist Gold wert. Besonders jetzt. Machen wir uns nichts vor, meine Herren. Der Krieg liegt in den letzten Zügen. Das Reich hat den Krieg verloren. Das heißt aber nicht, dass wir aufgeben werden. Wir werden eine neue Eliteorganisation aufbauen, die nach der Besetzung Deutschlands durch den Feind den bewaffneten Kampf im Untergrund fortführen wird. Heil Hitler! Wir marschieren nach Berlin, wenn es sein muss, zu Fuß, um die gefallene Reichshauptstadt wieder freizukämpfen. Jawohl!